Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Maker Drake Kingdom Projekt. Ich habe durch einen OP mein Inventar verloren in die Lava. Musste ich alles wieder so hinstellen, wie es war. Zum guten Glück war Ende des Videos noch mein Inventar offen, dass ich alles wieder machen konnte. Hier drüben, weiß nicht, was ich hier hatte, das sah ich nicht, glaube ich, oder so. Ja, mach nichts. Das Schwert habe ich jetzt nicht rekonstruiert, weil es sowieso kaputt ist, mehrheitlich gewesen ist. Da muss ich ein neues Schwert machen. Das kann ich direkt so machen. Noch eine neue Spitzhacke. Dann können wir Diamanten holen. Eine Axt. Ja, okay, noch eine Schaufel. So, dann haben wir genügend. Heute wieder eine Farmfolge. Rollenspiel geht halt immer noch nicht so gut, aber wie soll ich sagen, wir sind halt alle im Aufbau und haben noch nicht so viel Rollenspiel. Aber ich könnte schon anfangen, einfach alleine. Klar. Und ja, wahrscheinlich wird es besser Spaß machen, wenn ihr dann Leute haben, die ich dann reden. Also ja, es gibt halt jetzt momentan nur die drei auf dem Server, also sind jetzt gerade auf dem Server, wo im grünen Reich sind. Und ich möchte jetzt neue Farmel Portal 2, ja, so, und 8. Muss es sein? Naja, hier tut immer einer ein Loch bauen direkt am Portal, damit er reinkommt. Oh Gott. Weg hier. Jetzt kommt die Zombie-Armee noch. Nicht so gut. Gehen wir hier nach links, genau. Ja, also eben, es geht nicht so gut, Rollenspiel mit einem, nicht Verfeindeten, aber einem Königreich, wo wir wahrscheinlich bald Krieg haben werden. Novolem hat wieder seine Leute, oder auch neue Leute sind zu ihm gekommen, und dadurch wird sein Reich auch wieder bald besser wachsen. Und bei uns ist momentan ein bisschen wenig los, aber es kommt auch bald wieder. Okay, mega cool, man ist gestern gekommen, mein Kollege, mein OP Nummer 1, ja Nummer 2 meine ich. Ich bin ja Nummer 1. Und genau da wollte ich hin. Zu dem dichten Wald. Er wird vielleicht viel oder wenig machen, je nachdem wie er Bock hat. Und Kevin, also 1997, kommt bald auch wieder. Er ist momentan ein bisschen militantisch. Also Militärzeugs mal machen, dann hat er wenig Zeit. Ich habe noch keinen Sattel gefunden, das geht mal gar nicht. Ja, und deshalb hat er gerade keine Zeit, der Kevin, der arme Kevin. Aber er macht auch recht viel, das ist fleißig. Er ist richtig fleißig. So, er wird es auch verstehen, dass wir als OP eigentlich nichts schenken. Oder verkaufen vom Game Mode, und eben ich habe noch nichts gefunden, deshalb kann ich ihm nicht helfen. Und eigentlich wollte ich ja runter jetzt, aber ich wollte noch ein bisschen Holz holen im Wald, den ich entdeckt habe, wo ich das Portal vorbereitet habe per Zufall. Und jetzt kommen wir gehen hier drüben runtergraben. Ich will jetzt nicht dort runter gehen, wo es schon ist. Wir könnten auch hier in die Schlucht gehen. Schaffen wir hier irgendwo? Ah, das Wasser. Du blöder Creeper. Geht's noch, mich zu erschrecken? Hier hat's. Also, das ist eine Sonne. Ich dachte schon, es hat hier Lehm oder so. Okay.
Also, dann gehen wir mal hier runter. Ich will eigentlich immer wieder neu irgendwo runtergehen. Weil, es ist halt manchmal blöd, dann, wenn die anderen Spieler dann schon dort weitergegraben haben und so, dürfen die Spieler natürlich. Aber eben damit ich dann immer eigentlich eine neue Ding habe. So, ja, Sattel gibt es eigentlich oft in den Truhen von den Minen. Aber so einen Stollen zu finden, ist recht schwer. So, ich mache jetzt einfach nur 2 hoch, weil es ist blöd, nach oben zu kommen bei dem 2 hochen. 3 hoch wäre besser hier, Treppe. Aber da wir das eigentlich nicht mehr benutzen werden, geht das eigentlich in Ordnung. Wir sind einfach zu langsam. Ich möchte eigentlich, ja, schneller vorwärts kommen im Projekt, aber das Diablo 3 Projekt ist momentan im Vorrang, weil die Season begrenzt ist. Hier ist es unendlich, hier kann ich eigentlich recht gut und schnell 18. Ja, kann ich auf längere Zeit eigentlich trotzdem recht schnell vorwärts kommen. Und einer pro Tag wird kommen. Ein Part. Aber eben Diablo 2 wird wahrscheinlich 2 Parts pro Tag kommen, weil oh, jetzt sind wir schon zu weit. So, jetzt. Weil eben es ein bisschen Vorrang hat, also ich habe immer so ein Hauptprojekt, das ist im Moment dann Diablo 3. Und ein paar nicht Nebenprojekte, sondern ja, nebensächliche Projekte, wo einmal pro Tag kommt, wenn ich es schaffe. Es ist in letzter Zeit ein bisschen weniger gewesen, aber ich will wieder dem Rhythmus ankommen, jetzt wo es wieder kälter ist und ich auch mehr Lust habe. Aufgeladener Creeper, alle Achtung! So, hier ist irgendwo Wasser. Mal schauen. Aha, genau. Zu. Das können wir da ja noch ein bisschen besser erkunden. Die Höhle. Vielleicht gibt es irgendwo hier Diamanten. Ich wäre wirklich froh darüber. Ja, ein bisschen Lapislazuli. Ja, ist auch blau. Diamanten sind doch auch blau ein bisschen. Also geht's noch in Ordnung. Also Eisen müssen wir nicht mitnehmen. Dann gehen wir weiter. Ich will Diamanten heute noch in diesem Part. Und es wäre schon gut, wenn wir dann finden. Ja, leider sind eben die Level dadurch auch weg. Oder waren die immer so klein? Bei OP verlieren, glaube ich, die Level nicht so. Stil-Taktik. Blöd, er kann einfach schießen, wenn ich ihn angreife. Grafikfehler haben wir, also Schattenfehler haben wir auch. Weil so schattig war, fast nicht gesehen haben. Ah, die Kohle haben wir wahrscheinlich nicht. Ja, nehmen wir neue Kohle. Habe ich nämlich neu ins Inventar getan. Und das ist es wahrscheinlich, das fehlte. Und ein Bett, kann das sein? Naja. Kompensieren wir. Wir sind ja so erfolgreich im Farmen, einfach jetzt Diamanten nicht, aber dass wir eigentlich das alles wieder schnell recht schnell bekommen. Und wenn halt etwas passiert, wegen den Weltenwechseln und so, ist es meistens das Problem, dass man nicht im Game-Mode bleibt. Da müssen wir noch etwas schauen, dass man vielleicht irgendwie das ausstellen kann, also dass es im Game Mode bleibt oder so. Und ist da noch Gold? Ja.
So, Gold ist auch gut für die OP-Äpfel. Und sonst ist hier leider nichts mehr. Schade. Ja, also richtig geil momentan auf dem Server, weil die Leute richtig zusammen auch arbeiten. Wenn jemand etwas braucht, kann es in den Chat schreiben. Und die anderen kümmern sich darum, also wollen ihm die Gegenstände auch geben. Wird auch gerne eben geholfen und so weiter. Aber eben manchmal wird auch gesagt, dass man, dass die OP dann richtig gefragt werden, ob sie kurz irgendwas geben, nicht cheaten oder so. Und das machen wir nicht. Und scheinbar haben es ein paar einfach nicht so gewusst oder so. Aber es sollte eigentlich deutlich sein, dass die OP nichts aus dem kreativen Mode Inventar geben. Und das meine ich einfach nicht, um irgendwie die Normalos zu diskriminieren oder so, einfach nicht zu geben, sondern dass man auch eine ja, es ist ein Survival-Server. Die OP haben halt Game Mode, weil sie es können. Aber die Survival-Spiele, also die normalen Spiele, die müssen einfach damit leben, dass der Server nicht ein Server ist, wo man alles auf Anhieb bekommt. Durch Handel, durch irgendwas, durch Farmen. Es ist ein es ist wie im Survival-Modus im Singleplayer. Man muss halt auch Sachen mal selbstständig holen, wie ich jetzt gerade Diamanten suche, die ich nicht finde. Und jetzt sind wir hier. Okay. Ich finde einfach keine Diamanten. Irgendwie haben die Diamanten gar keine Lust halt. Die sind sowas von gelangweilt. Die haben sich verpisst. Naja. Da ist er nicht gekommen. Ah ja, schau mal. Und ist gestorben. Wahrscheinlich hat er sich ausgelockt. Weit oben. Und dann hat er sich eingeloggt und war wieder im Survival-Modus. Und ist dann ein bisschen fliegen gegangen. Fallen gegangen. Ja, kann passieren. So, jetzt möchte ich gerne dann wieder zurück. Ich bin nicht allzu weit weg vom Runtergangpunkt. Aber ich möchte gerne nach links. Ah ja. Zum Zombie. So, also wir müssen Diamanten finden und nicht Kohle abbauen, aber ich brauche noch ein bisschen Kohle für die Fackeln. Aha, da oben ist das Skelett. Das habe ich schon. Ich habe mir schon gefragt, wo das bleibt. Hallo, Pa! Hallo, Pa! Opa Knochengerüst. Hallo, wie geht es Ihnen? Hi, meine Opa hat auch schon schönere Zeiten hier vor sich gehabt. Also noch einmal. Ich mag das. Ich mag das richtig. Da oben ist sogar ein Eingang in die Schlucht. Aber so eine unterirdische Schlucht. Das ist immer was Schönes. Diamanten. Diamantensensor an. Ich gucke immer noch. Tschüss, Kriebe. Bleib schön da. Du musst jetzt nicht mehr kommen. Ich mag Kriebe irgendwie. Die sind so kuschelig. Die kann man so schön gut berühren. So richtig. Ja, ich schwemme mich mal ein bisschen weg. Lass mich ein bisschen treiben. Und muss wieder zurück. Und wir gehen nochmal hier. Vielleicht hat es hier ja irgendwo Diamanten. Vielleicht ein Stollen. Boah. Geht's noch? Dankeschön, hey. Gott, oh Gott. Zwar ein bisschen Schaden bekommen. Noch einer. Ah, das nervt doch, hey. Jetzt haben wir nicht mal mehr genug Stöcke. So. Wieder Fackeln. Gut. Lapis Lazuli nehmen wir mit für den Zaubertisch.
So, ich freue mich so auf in den Krieg zu ziehen dann im Let's Play. Dann werde ich die großen Schlachten live mit. Ich werde für das Rote Reich natürlich kämpfen als König. Kein Problem. In Minecraft kann man das ohne zu sterben, also ja, ohne zu. Ja, im Real Life würden die Könige wahrscheinlich das nicht so gerne machen. Boah, der Schaden gezogen, das geht mal gar nicht. Wieso ist der explodiert? Hey, Lars. Blöde Strömung. Ja, hier hat es noch ein bisschen Lava. Ich höre das gut. Wie ist dich? Ich höre so gut das Lava plätschern oder was. Das ist brodeln, blubbern. Ah, blubbern. Blubbern ist das beste Wort für das, was man hört. So. Muss ich gucken. Ja, geht noch einige Zeit. Ich habe natürlich einen Handy mit Uhr. Stellt euch das mal vor. Kennt ihr das? Habt ihr das? Seid ihr wirklich auch so bequem wie ich und schau nie auf die Uhr? Schaut ihr auch nie auf die Uhr? Schaut ihr auch nie auf die Uhr? Naja. So, also. Ich möchte lieber irgendwo hin, wo man noch weiterkommt, also in einer Höhle oder so. Aber eben da ist eine Sackgasse. Hier oben hat es keine Dias. Vielleicht hier. Ja, nimm's doch mit. Danke sehr. Hier haben wir auch nicht. Ah, da geht's wenigstens runter. Okay, überall aber. Ich mag das nicht. Wisst ihr? Also, ich muss jetzt nicht in Siezen reden, aber ich finde es manchmal ein bisschen so cool. Da war ein Diamant, oder? Habe ich das richtig gesehen? Nö. Hä? Hallo? Wo ist mein Eimer hin? Mein Wasser. Gib mir da oben. Gib mir da oben Wasser. Hallo. Von wo? Von da. Ha, daneben. Also, was wollte ich sagen? Ja, einfach als König, kann man hier einfach eigentlich mitkämpfen. Da sind die. Hey, seht ihr? Ich habe so ein gutes Spürsinn. Ich sage, wenn dort Diamanten sind und ich sehe nicht richtig. Oder falsch. Dann nach einiger Zeit kommen gleich Diamanten. Als würden sie es schade finden, dass ich sie dann nicht richtig gesehen habe, also falsch gesehen habe. Und dann sie wollen. Ah, da. Als wollten sie, dass ich sie doch finde. Wenn ich mich geirrt habe. Das ist sowas von. Minecraft ist sowas von nett zu mir. Aber zum Beispiel behext auch so richtig böse. Was da mir gestern passiert ist, in Part 11 oder 12, weiß jetzt nicht, was der momentane Part ist. Da bin ich einfach einen Turm hoch und da kommen so viele Monster. Und dann öffnete ich eine Truhe. Mitsamt Monster ringsum eine Truhe, wo den. Turm Golem beschwört. Und der Golem machte mich fertig. Das ist so eine Frechheit. Wer hat das gemacht, dass der Golem so viel Schaden macht und so schnell kann Feuerbälle schießen und so? Das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Da sage ich manchmal, ja, Minecraft hat zu viel Rückstoß und zu viel, ja, wo man einfach unbeweglich ist und so durch einen Schaden. Und das müssen wir besser machen. Aber eben, Hexe ist Action. Minecraft ist eigentlich nicht so viel Action. Und ja, da müsste der Mod auch neue Animationen und eben die Ragdoll-Zeugs ein bisschen weniger machen. Aber das geht leider nicht. Oder ist sehr schwer. Und deshalb ist Hexe momentan einfach immer noch ein bisschen unbalanciert. Oh. Ach Mann.
Anno. Ich mag keine Lava. Die plubbert so laut. Da unten durch noch. Da war eine. Oder ist das... Ah nein, das ist Cobblestone vom Feuer, das beweglich ist. So, jetzt gehen wir hier durch. Machen hier noch ein bisschen mehr Wasser. So, mehr Wasser. Ja, auch mehr Wasser. Schön viel Obsidian. Da drüben ist noch irgendwas. Also Diamanten haben wir schon, aber erst zwei. Okay, ist das meine? Nö, oder? Doch, das ist mein. Das ist mein Stollenweg gewesen. So, was haben wir denn hier? Sieht nichts aus. Wie der Schattenbug. Leicht an, dann ist wieder ein bisschen mehr. Okay, wollen wir nach oben? Ja, wir gehen nach oben. So, und das auf kunstweise Art und Weise. Indem ich mich hier so schräg raufbaue. Und dann hier. So, aber immer nur einen Weg benutze ich. Dann hier zubaue. Hier meine Fackel benutze. Dann wieder schräg. Falls nämlich Gravel oder Sand runterkommt, dass man nicht erschlagen wird. Und Lava hört man ja. So. Das ist eigentlich der sicherste und schnellste Weg nach oben, wenn man durch die Mine geht. So, weiter nach oben. Jetzt noch das Doppelte. Ist eigentlich recht safe, einfach nur alle Steine. Ich hätte mehr erwartet von. Okay, das war ein Höhlengeräusch oder so. Ja, toll. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem. Keine Spitzhacke mehr. Dann muss ich eine neue machen. Ja, ja. Das muss ich auch noch machen. So. Spitzhacke. Im nächsten Part werden wir dann nochmals Ding suchen. Nochmals Diamanten suchen gehen. Und ja, eigentlich einen Zaubertisch dann noch machen. Obsidian abbauen, Zaubertisch machen. Und ich werde dann mal überlegen, was ich so als Rollenspiel machen kann. Ich höre ein Pferd. Okay, es ist nicht mehr weit. Eine Kuh. Oh, das war das ein Kuh, das geschnaubt hat. Okay. Das ist noch höher. Ja. Jetzt wird es lauter. Gut, jetzt haben wir es geschafft. Dann können wir gleich noch ein paar Kühe töten für Leder. Und dann ist fertig. So, Kühe töten. Schon wieder Nacht. Ah, habe ich so ein Pech. So, ah, komm schon.
Da oben. So. Und da unten ist noch eine Kuh. Auch gut. Ah, das Leder. Das Leder auch hier oben aufsammeln. Und hier unten irgendwo. Okay, keins mehr. Und dann rüber zum Portal. Und hier mal eine Markierung machen, das ist schon wichtig. So. Also. Aber im nächsten Part werden wir wahrscheinlich den Weg dort nutzen oder ein bisschen außerhalb eine Höhle suchen, runtergehen und nicht mehr runtergraben. Das ist ein bisschen nerviger. Ein bisschen nerviger, weil ich mag es halt einfach nicht so. Und es dauert halt. Man könnte dann viel schneller irgendwie runterkommen. Durch eine Höhle oder so, wenn sie dann nach unten führen. Früher war das so in der Alpha. Da konnte man eigentlich relativ schnell runterkommen. Aber seit irgendwie 1.0 oder so, also Vollversion, ist es nicht mehr so. Dass die Höhen entweder oben bleiben oder unten bleiben. Und das führte so ein bisschen zu nervigen Grab-Ein-Dingen. So, hier rein muss ich. Da muss ich auch alles wieder ein bisschen finden. Schon lange her. Ich habe schon so viel auf dem Server außerhalb gemacht. Außerhalb des Let's Plays. Dass ich langsam wieder müsste denken, was für eine Farbe das Portal hat. Und ja, jetzt sind wir oben wieder. Mache ich mal alles in die Truhe. Mache eine neue Truhe, damit das geschützt wird. So. Ich will einfach nicht, dass man, dass ich, wenn ich irgendwo wieder in eine andere Welt porten muss oder so, dann nicht gleich sterbe. Ja, ich werde jetzt einfach mal alles reintun hier. So. Gut, also Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Ja, die nächsten Parts kommen dann bald. Täglich ein Part, vorläufig. Wenn ich schaffe, dann auch zwei Parts pro Tag. Also ja, ich muss dann schauen. Aber Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.